Hallo liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Call of Duty Black Ops 2 Bot Match. Und in dieser Folge soll ich ja mal meine Lieblingswaffe benutzen. Aber vorher soll ich erstmal mit dem ballistischen Messer und zwei Kampfäxten spielen. Ich habe mir dafür Express ausgesucht. Wir spielen Abschuss bestätigt und fangen an. Let's go! Abschuss bestätigt. Da ich jedes Mal, wenn ich mit den Messern oder der Armbrust oder sonst irgendwas Freigabe von spiele, am Anfang Munition meinen erledigt. tollen Monolog halte, wie scheiße ich doch mit den Waffen bin und so weiter und so fort, Lass verzichte deine ich doch jetzt Taktik einfach mal einfliegen. darauf und versuche einfach mal ein bisschen Weiß deine Waffe weiterzukommen ein. als null Abschüsse. Das wäre jetzt hier schon, hiermit schon mal geglückt. Übertreib nicht. Er ist erledigt. Ich will mich da nicht jedes Mal wiederholen. Ey. Abschuss bestätigt. So, Dalle. Ich habe auch noch. Alter, was ist mit der Empfindlichkeit gerade los, bitte? Moment kurz. Ich habe nämlich die ganze Zeit MW3, ja doch MW3 gespielt und da habe ich die Empfindlichkeit ein bisschen weiter unten. Waffe leer. Alter. Was wollte ich sagen? Zack. Nein. Gut, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Alter, ich habe die Axt noch geworfen. Ach ja, genau. Ich möchte in der zweiten Hälfte dieses Videos eins, zwei organisatorische Sachen noch klären. Verpiss dich doch. Geht doch. Und das mache ich deswegen in der zweiten Hälfte, weil die dann eher ein bisschen spaßmäßiger gedacht ist und es mir dann nicht so darum geht, großartig Punkte zu machen. Na, come on. Ah! Ha! Das war knapp. Ach ja. Ich habe manchmal das Gefühl, dass du mit diesen Äxten immer so ein Stück daneben werfen musst, und um zu treffen. Aber es kann auch sein, dass ich mir das nur einbilde. Meine Marke. Ja, ich habe jetzt auch die letzten Tage mal mit so zwei, drei der Abonnenten MW3 gezockt zusammen. Und ich muss sagen, das hat mir richtig Bock gemacht. Also, vor allem sind die Leute zum Teil auch wirklich cool gewesen und so. Und es hat richtig Bock gemacht, da ein paar Runden zu zocken. Bisschen mit den Leuten zu schreiben. Ich hatte halt die letzte Zeit das Headset nicht bei mir, deswegen konnte ich mit den Leuten mich nicht unterhalten. Aber ich meine, was willst du bei MW3 dich auch groß unterhalten? Wow, toller Kill. Ja, danke. Brauche ich nicht unbedingt. Ich finde es viel lustiger, einfach mal ein paar Runden entspannt miteinander zu zocken. Ah, ah, ich bin tot. Ich bin ja so tot. Wo bin ich denn hier? Ah. Zack. So. Abschuss verwehrt. Das läuft ja soweit gar nicht mal so kacke, wie ich es befürchtet hatte. Ich wette natürlich, es gibt Leute, die schaffen mit diesen Messern alles und so weiter und so fort, aber es ist mir eigentlich wurscht. Ich bin schon froh, dass ich mich nicht komplett blamiere. Ah! Sack. Da ist keiner. Alter. Der Controller hier gibt langsam so ein bisschen den Geist auf, habe ich das Gefühl. Zack. Abschuss verwehrt. Abschuss bestätigt.
Vorbei. Getroffen. Vorbei. Getroffen. Noch ein Abschuss. Ich habe übrigens bei den letzten Folgen festgestellt, dass ich etwas zu leise war. Ich weiß nicht, wem das jetzt störend aufgefallen ist oder ob es euch allen egal war oder keine Ahnung. Ich werde in Zukunft darauf achten, dass es zumindest einigermaßen laut ist. Scheiße. Alter! Nein! Ich hab den doch voll erwischt! Meine Vorräte. Und ich habe wieder festgestellt beim MW3-Spiel neulich, wie krass abgefahren das da einfach ist mit den Messern. Der Typ ist schon eine halbe Stunde an dir vorbeigelaufen, du messerst einfach mal auf gut Glück in die Luft. Zack, fliegt er weg. Panzerkiller-Drohne eingesetzt. Imba. Abschuss verwehrt. Abschuss bestätigt. Voll erwischt. Abschuss bestätigt. So, hinter mir kommen aber gerade ein paar Schlinge. Ne, die gehen gerade. Ach Mann. Voll langweilig. Aber ich wette, jetzt kommt einer und reißt mir den Arsch auf, während ich hier auf meine Vorräte warte. Zack. Meine Vorräte. Hinter mir. Oh, hab ich drüber geworfen. Scheiße. Und gegen den Schild. Jetzt verreck doch. Penner. Hui. Feinde haben die Drohne zerstört. Oh. Alter. Den habe ich auch mehr erahnt als gesehen. Triff. Haha. Verbündete Hunter-Killer-Drohne eingesetzt. Vorräte erwarten Befehle. So, jetzt hoffe ich, dass hier nicht irgendwie jemand spawnt oder so. Das wäre gerade ein bisschen ungünstig. Ah, nein! Da habe ich wieder nicht aufgepasst. So eine Scheiße. Was ist es? Oh, ein Blitzschlag! Ich weiß übrigens nicht, wo diese Videos herkommen, wo Leute mit dem Messer auf den Gegner zurennen und der dann 300 Mal drauf schießt und der Typ mit dem Messer trotzdem ankommt und ihn wegmessert. Bei mir funktioniert das nie. Und mit nie meine ich wirklich nie. So. Ich weiß, hier in der Halle wäre mehr los gewesen, aber ich habe keinen Bock, wieder alles auf die scheiß Streben hier zu donnern. So. Oh, wo fliegen diese Äxte denn bitte hin? Jetzt mal ganz ehrlich, die zweite, mindestens die zweite, war getroffen. Aber egal, ich will ja jetzt nicht hier rumjammern. Ha! Manchmal funktioniert es ja doch. So, hier ist keiner. Wie ich das erste aber grundsätzlich jedes Mal daneben haue, das ist doch echt nicht mehr schön. Aha. So, da hätten wir die Vorräte. Soll ich es nochmal mit dem Glasdach probieren? Ach komm, einmal noch. Mit dem lege ich mich jetzt nicht an. Es hat funktioniert und zack. Und weg. Da hinten war doch auch noch einer, oder? Oh, ich hab getroffen. Wunderbar. Endlich läuft's mal. Zack. Zack. So, jetzt hätte ich gerne die Vorräte da hinten im Gemüse. Den Hunter-Killer. Die Drohne. Und die Hellstorm-Rakete. Wie kann ich die jetzt beschleunigen? Ah, so. Nee. Egal, ich bin zu blöd. Und wir haben den Todbringer. Juhu. Na dann, lassen wir es mal einen Moment krachen. Zwei erwischt. Bei dem Versuch, die Marken zu holen, werde ich jetzt draufgehen. Oder auch nicht.
erwarten Befehle. Wunderschön. Es ist wieder Vorratszeit. Und Hunterkillerzeit. Nein. Wieso hatte ich jetzt den Hunterkiller nicht ausgewählt? Ihr Schweine. So, jetzt haben sie natürlich meine Vorräte geklaut, die Säue. Nimm dies. Und nimm dies. Ich bin Hunterkiller, ich fliege gegen die Wand. Okay, es war natürlich jetzt nicht die taktisch klügste Position, um Hunterkiller abzufeuern, aber my ass. Oh komm. Es wäre schön gewesen, wenn ich ihn noch getroffen hätte. Leider hat es nicht geklappt. Aber das ist ja nicht so schlimm. Zumindest lief es einigermaßen cool und hat Spaß gemacht. Ganz ehrlich, als ich den Wunsch gelesen habe, habe ich gedacht, das wird wieder voll anstrengend. Aber es hat echt Bock gemacht, das zu zocken. Ja, und jetzt kommen wir doch gerade zu meiner versprochenen Lieblingsklasse. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, was ihr jetzt seht, ist nicht wirklich meine Lieblingsklasse. Aber ich habe einfach keine, wo ich sagen würde, juhu, das ist die geilste. Wir haben hier die LSAT mit Vordergriff und Schnellziehen. Dazu die Vector mit Lasermarkierer. Ansonsten C4, Techniker, Zähigkeit und blinde Überwacher. Wir spielen Team Deathmatch auf Aftermath. Und wie gesagt, gibt es noch zwei, drei Sachen, die ich gerne ansprechen möchte. Let's go! Ja, also erst nochmal ganz kurz zu der Waffe, oder zu der Klasse, genauer gesagt. Ich weiß, die Leute fragen immer nach Lieblingswaffen oder Lieblingsmaps und sowas, mit dem Ziel, das zu hören, was dich wirklich so richtig umhaut, wo du sagst, boah, mit dieser Waffe auf dieser Map, das ist die geilste Konstellation. Ja, Fakt ist, es gibt, wie schon öfter erwähnt, zwei Maps, die ich geil finde, das sind Cargo und Standoff. Aber bei den Waffen ist es so, ich finde die alle nicht so mega pornomäßig, aber ich finde die jetzt auch alle nicht irgendwie scheiße. Es ist halt immer so, ja, die ist gut, jetzt gefällt sie mir nicht mehr, dann nehme ich mal eine andere und so weiter und so fort. Aber da ist jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, wow, das ist meine absolute Lieblingswaffe. Und weil halt jetzt die letzte Zeit, wo ich Black Ops 2 gezockt habe, immer die LSAT und die Vector so meine Favoriten waren, habe ich nun diese Klasse hier zusammengezimmert. Noch was zu dem Spiel jetzt, was ihr gerade seht. Ich habe die Bots auf Söldner gestellt. Das kann ich euch hinterher nochmal zeigen, falls wieder die KI-Polizei am Start ist. Und es geht mir jetzt nicht darum, hier mega geile Punkte zu machen oder sowas. Ich will einfach ein bisschen mit der Klasse spielen. Let's have fun sozusagen. Ja, also, was wollte ich denn ansprechen? Es geht eigentlich... Blabla, was rede ich für einen Scheiß? Es geht eigentlich beides um den Account, den ich auf der PS3 gemacht habe, um mit euch zu zocken. Die erste Sache ist, dass ich ja mehrfach betont hatte... Oh toll, du Trottel, wegen dir bin ich jetzt tot. Ja, das habe ich nicht betont, aber das ist mir auch sehr wichtig, gesagt zu haben. Ich hatte mehrfach betont, dass doch bitte in die Freundesanfrage oder in die, wie auch immer man das nennt, reingeschrieben wird, hey, kenne dich von YouTube und heiße da so und so oder was auch immer. Einfach damit ich weiß, woher ihr mich kennt. Und jetzt kamen trotzdem irgendwie so irgendwas zwischen 5 und 10 Anfragen, wo nichts drin stand. Die habe ich jetzt erstmal nicht angenommen, weil ich, wie gesagt, darum gebeten hatte, dass ihr was reinschreibt und hätte ja jeder sein können. Deswegen an die Leute, die mir jetzt eine Anfrage geschickt haben und bisher noch keine Antwort oder so bekommen haben, wenn ihr von hier seid, wenn ihr das jetzt gerade seht und wenn ihr wirklich mit mir zocken wollt, dann bitte nochmal die Einladung schicken und was reinschreiben, weil
Ja, ich glaube, es ist echt nicht so viel verlangt, da irgendwie zwei, drei Worte reinzuschreiben. Und ich weiß dann wenigstens auch, wer ihr seid. Die zweite Sache ist, dass ich ja diesen Kanal, wie gesagt, dafür habe, mit euch zu zocken. Allerdings ist es auch so, dass, ja, wie soll ich denn sagen? Also der Ton macht die Musik. Wenn mir jetzt einer schreibt, ey, lad mich ein, dann weiß ich nicht, dann habe ich von vornherein eigentlich nicht so Bock, da jetzt mitzuzocken, weil ich einfach finde, man kann, auch wenn man jetzt in Zeiten des Internets und so immer schön kurze Nachrichten schreiben kann, so ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen freundlich schreiben, vielleicht mal ein Bitte oder hey, hast du Lust zu zocken oder sowas. Es gibt auch Leute, die mich dann quasi sofort mit 300 Einladungen zubomben. Weiß ich nicht, wenn ich die erste nicht angenommen habe, weil ich zum Beispiel gerade eine Runde zocke oder so, dann werde ich die nächsten 50 auch nicht annehmen. Deswegen einfach kurz schreiben, hey, hast du Bock mitzuzocken oder wollen wir, keine Ahnung, Team Deathmatch auf was weiß ich zocken oder privat irgendwas nur snipen, auch wenn ich darin scheiße bin. Schreibt mir das vorher, dann weiß ich wenigstens, okay, jetzt kommt hier eine geile Einladung, dann können wir fett zocken. Ist immer besser, als wenn auf einmal 30 Einladungen kommen. Spiel mit, spiel mit, spiel mit, spiel mit. Das ist dann irgendwie so ein bisschen... Bläh. Dann noch eine Sache. Die ist mir auch recht wichtig. Und zwar haben jetzt schon viele Leute gefragt, hey, willst du nicht mal mit mir ein Dual Commentary machen? Wollen wir nicht mal zu zweit irgendwas kommentieren und so weiter und so fort? Das Ding ist, es ist immer sehr, sehr schwer, bei sowas dann Nein zu sagen, weil man die Leute jetzt auch nicht irgendwie beleidigen will oder ihnen zu nahe treten will. Es ist aber so, ich kann halt nicht mit jedem, der mich jetzt fragt, irgendwie ein Dual-Commentary machen oder den dann irgendwie, ich weiß nicht, ein paar Leute haben gesagt, ob sie dann irgendwie mitmachen können bei unserem Kanal und so. Ich kann halt nicht jeden damit reinnehmen. Wir hatten uns das schon so überlegt, dass wir den Kanal zu zweit weitermachen wollen. Und, ja, also ich werde auf jeden Fall mal ein paar Abonnenten, ein paar Zuschauer und so einladen, mit mir zusammen zu kommentieren. Oder zu zocken und ich kommentiere alleine, so wie es jetzt demnächst wahrscheinlich mal der Fall sein wird. Ich kann aber jetzt nicht ständig mit irgendwelchen Leuten, die da mitmachen wollen, einen Dual-Commentary machen, weil das erstens dann irgendwie immer Bevorzugung ist, wenn ich jetzt einen mitmachen lasse und den anderen wieder nicht und dann fühlt sich wieder einer auf den Schlips getreten und so. Und es ist halt vor allem auch so, ich glaube, wenn man so ein Duel machen soll, irgendwie lustig und cool zusammen kommentieren soll, dann muss halt auch so ein bisschen die Chemie stimmen. Ich meine jetzt nicht, dass irgendwie ich nur Leute toll finde, die ich persönlich kenne. Aber es ist einfach so, wenn ich mit denen cool labern soll, wenn ich mit denen ein bisschen Spaß haben soll, ein bisschen Witze machen soll, dann ist es immer einfacher, wenn man die Leute ein bisschen besser kennt oder schon mal mit denen zu tun hatte. Ich hatte ja zum Beispiel mit zwei Abonnenten dieses Together Black Ops 2 auf Nuketown aufgenommen. Und es hat mir richtig Bock gemacht, das aufzunehmen. Aber man hat halt auch bei der Konversation so ein bisschen gemerkt, worüber sollen wir jetzt reden und so weiter und so fort. Das war alles so ein bisschen... Wir mussten uns erst ein bisschen auflockern und alles. Und sowas vermeidet man eben, wenn man halt mit Leuten dann aufnimmt, die man gut kennt. Oder, ja, mit denen man schon öfter zu tun hatte. Deswegen, ich werde erstmal keine Dual-Commentaries oder sowas mit einem von euch machen. Aber ich werde auf jeden Fall mit euch zocken, mit euch Aufnahmen machen und euch auf jeden Fall auch mal die Möglichkeit geben, da ein bisschen mitzukommentieren, wenn ihr das wollt. So, jetzt habe ich wieder so viel gelabert, dass mir der Hals wehtut. Ich kann euch allen nur empfehlen, kriegt eine möglichst hohe Stimme, weil je tiefer eure Stimme ist, umso schlimmer ist es für den Hals, habe ich das Gefühl. Ich meine, ich klinge jetzt auch nicht wie John Wayne, aber es ist trotzdem manchmal... Du redest und redest und redest und auf einmal... Und hinterher klingst du dann wie ein Bösewicht aus einem Super-RTL-Film. Zack. Und zack. Da hinten sind sie also. Ah! Oh Mann, ich wollte doch nur den Wächter haben. Aber der kommt da jetzt lang. Oder? Und noch eine Sache. Das ist jetzt erstmal
Nicht so akut, nicht so aktuell und auch nicht so organisatorisch. Aber ich werde demnächst mit Mary zusammen auch mal wieder ein paar Togethers aufnehmen. Was genau wir machen und wie wir es machen und so weiter und so fort, das steht bisher nur zur Hälfte fest und möchte ich auch jetzt noch nicht verraten. Aber es wird auf jeden Fall kommen. Und für alle, die jetzt fragen, hö, wer ist Mary? Ja, es ist in der Tat so, dass viele Leute noch nicht ganz mitbekommen haben, dass wir diesen Let's Play-Kanal, also Kürbisclan LP, zu zweit machen. Ich mache momentan halt hauptsächlich Black Ops 2. Und meine Let's Play-Partnerin und Freundin Mary, die macht momentan Tokyo Jungle. Und generell eher so diese Rollenspielsachen und Indies und sowas. Und wir werden auf jeden Fall, wie schon gesagt, demnächst mal ein paar Sachen zusammen machen. Lasst euch überraschen, wann und was. Den krieg ich. Jawohl. Hammer nice. Okay, cool. Dann hätten wir das jetzt auch geschafft. Ich habe soweit alles gesagt, was ich sagen wollte. Und jetzt zeige ich nur noch ganz kurz, dass ich auch wirklich auf Söldner gespielt habe, bevor mich da wieder jemand verhaften will. Wait a minute. Acht zu 14, 6 zu 13. Ihr seid scheiße. So, Bot-Einstellung, Söldner, tada. Okay, dann danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.